Ein Feuerteufel geht offenbar in Kiel um. Immer wieder dieselbe gefährliche Masche. Er legt in kurzem Zeitabstand an mehreren Orten Brände, und zwar in Wohnhäusern. Vor 4 Wochen wurde dabei ein Bewohner lebensgefährlich verletzt. Auch letzte Nacht musste die Feuerwehr wieder viele Menschen in höchster Not retten. Es war einige Tage ruhig in Kiel, doch in der vergangenen Nacht muss die Feuerwehr wieder raus. 2 Brände am Ostufer der Landeshauptstadt. Wohl Fortsetzung einer Brandserie, so sehen es vor allem die Anwohner, die sehr besorgt sind. Ich habe definitiv Angst, ich schließe abends auch immer mein Haustür ab. Gegen 23.30 Uhr wird die Feuerwehr zunächst in die Friedrichstraße gerufen, ein Kellerbrand. Eine Person muss ins Krankenhaus gebracht werden. Beim Einsatz dann der nächste Alarm, einige Straßen weiter. Das Treppenhaus ist verraucht, dort brennen abgestellte Gegenstände. Die Feuerwehr muss deshalb mehrere Familien mit Kindern aus dem mehrstöckigen Haus mit Drehleitern retten. 5 Personen werden durch Rauchgase verletzt, sie kommen auch ins Krankenhaus. Im Januar bereits gab es 9 Feuer in 2 Wochen, alle in direkt benachbarten Stadtteilen im Osten von Kiel, zuletzt am 21. Januar. In diesem Fall brannte es zunächst im Keller des mehrstöckigen Hauses. Verletzt wurde zum Glück niemand. Also wir wurden auf jeden Fall aus den Betten geklingelt, alle die da soweit wohnen. Und dann bin ich noch rausgelaufen, sah den Rauch, hatte meinen Nachbarn noch geweckt und dann sind wir einfach nur raus. Und ja, sieht natürlich nach Brandstiftung irgendwie aus. Auch während dieses Einsatzes brach nur wenige Straßen weiter ein neues Feuer aus, wieder im Keller. Dort rettete die Feuerwehr 5 Bewohner. Die Polizei hatte danach in den Stadtteilen die Streifen erhöht, doch die Anwohner blieben besorgt. Jetzt also wieder Brände im Kieler Osten. 50 Feuerwehrleute sind in der Nacht im Einsatz. Die Brandserie geht weiter. Eine heiße Spur gibt es bisher nicht.